Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um SV HANA, FAQs, genauer gesagt um die Frage, was ist eigentlich HANA? Mit mir dabei ist Ingo. Hallo Ingo, du bist bei uns Experte für das Thema SV HANA Transition. Du hilfst Kunden dabei, ja, den Weg zu HANA zu gehen, zu SV HANA. Da ist natürlich die wichtigste Frage, was zum Geier ist eigentlich HANA? Mhm. Du berätst ja große und mittelständische Unternehmen dabei, ja, so eine Digitalisierungsstrategie aufzubauen, aber jetzt nicht beliebig, sondern halt schon mit SAP. Mhm. Und ja, ich denke mal, die Frage dürfte öfters kommen, oder? Ja, ist ein bisschen einfach formuliert. Ja, was ist eigentlich dieses HANA? Allerdings, dahinter verbirgt sich halt, dass durch viele verschiedene Aspekte noch nicht so richtig durchgesickert sind. Jeder hat davon gehört. Mhm. Jeder weiß, das muss ich irgendwie machen. Aber was ist jetzt tatsächlich genau das eine und das andere? Wie ist es S4HANA, HANA, Datenbank, Cloud und so weiter alles getrennt? Das kommt eigentlich schon relativ häufig, ja. Ich bin ja froh, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet. Ich habe schon mal gesehen, was du so mitgebracht hast. Mhm. Du hast da mal was vorbereitet. Ja, normalerweise mache ich in so Roadmap-Workshops oder Vorträgen das am liebsten so am Whiteboard. Ja, okay. Mal alles aufzeichnen, weil dann hat man nicht so eine Riesenfolie wie von der SAP oder so. Das habe ich immer so ähnlich hier auf unseren Folien hier vorbereitet. Für den Fall, wie jetzt hier, dass man kein Whiteboard so gut hat. Okay. Naja, deswegen hier diese, ne, ist also aufgemalt. Ja. Gut, also was jeder heutzutage eigentlich kennt, SAP-Kunden, natürlich, die haben irgendwie ihr On-Premise-System zu Hause stehen. Und ich gehe mal so hier direkt auf das nächste weiter. Dann hat man da verschiedene Varianten von dem klassischen ERP-System, was On-Premise läuft. Also sagen wir mal ganz links, das ja, hat man heutzutage, jeder hat ein ERP, das läuft auf irgendeiner Datenbank. SAP sagt schon AnyDB, ja, ein bisschen abfällig mittlerweile, weil sie natürlich ihre eigene Datenbank an der Stelle jedem unter das ERP verkaufen. Die meisten haben da eher Oracle drunter stehen. Ne? Genau, Oracle DB2, ja. MaxDB, was es hier so gibt. Ja, klassisch, SAP lief in der Vergangenheit immer auf verschiedenen Datenbanken. Das ist eigentlich ein Kern gewesen. So, ERP jetzt auf der HANA-Datenbank. Also HANA-Datenbank ist technologischer Kern, In-Memory-Datenbank, viele Datenbank-Innovationen, die da drin stecken. Man kann sich halt mal merken, die ist unheimlich schnell. Ja, wahnsinnig schnell. Viele Sachen sind in Echtzeit möglich. Und jetzt ist die erstmal hier in der zweiten Stufe nur unter das bekannte ERP drunter. Mhm. Das würde man finden bei SAP als SAP Business Suite powered by SAP HANA. Heißt so viel wie das ERP, was ich habe, nur eine andere Datenbank. Und damit in Teilen durchaus wesentlich schneller, sehr viel performanter, was die Business-Funktionen angeht, aber jetzt keine Innovation in dem Sinne. So, und dann hatte sich SAP hier, das ist schon dreimal überlegt, jetzt müssen wir das mal ausnutzen. Wir müssen selber unsere coole Datenbank, unsere Memory, wahnsinnig schnelle Datenbank mal ausnutzen und haben dann das sogenannte Simple Finance damals auf den Markt gebracht. Ja. Und das hieß, im ERP ersetzen wir das FICO durch eine neue Variante FICO, die dann eben Simple Finance hieß und die das ausnutzt, die dann ein ganz neues Datenmodell, was diese HANA-Datenbank-Funktionalität ausnutzt, geschaffen hat und damit ein konkurrenzlos schnelles, neu geschaffenes FI im Grunde dargestellt hat. Was dann die Power der HANA DB dann auch wirklich ausnutzt. Genau, so, ja. Also neues Coding könnte man sagen, neu geschrieben. Ja. Nutzt das dann wirklich. Ja, und dann ging es weiter. Es sollte dann Simple Logistics geben und so weiter. Alle bekannten Module, die man aus dem ERP kennt, ja, FICO, MM, alles Mögliche, sollte sich nach und nach dann eben umwandeln. Und dann hat man festgestellt, das wird zu komplex. Mhm. Ja, das modulweise auszutauschen, diese hochintegrierte im SAP ERP-Software, das alte R3 quasi, war zu kompliziert. Mhm. Und deswegen hat man gesagt, nee, das klappt nicht mehr, wir können das nicht modulweise machen. Das heißt, dieser Teil hier mit S4 Finance, hier, der dritte Schritt quasi, den gibt es heute gar nicht mehr. Okay. Ja, man kann das nicht, ich weiß nicht, ob es auf der Preisliste noch drauf ist, aber es ist nicht mehr sinnvoll, wird nicht mehr weiterentwickelt und dieses, ich plugge nur das FI rein,
funktioniert eigentlich nicht mehr. Aber dieser Begriff Simple Finance und S4 Finance, der geistert halt immer noch durch die Welt. Ja. So, das kann man gedanklich aber abhaken. Man ist dann eher bei dem Schritt tatsächlich S4HANA, das neue ERP-System, das neue Produkt der SAP. Und hier, das ist deswegen hier als Haus dargestellt, nicht zufällig, weil diese Trennung zwischen der Datenbank und dem Business-System, die gibt es hier in dem Sinn nicht mehr. Natürlich läuft da die HANA-Datenbank drunter, aber das ist, man kann das als Einheit betrachten. Ja. Ja. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, da die Datenbank auszutauschen. Darüber braucht man in dem Sinne auch gar nicht mehr groß nachdenken oder kann es auch nicht, je nachdem, wie man möchte. Ja. Ja, also einfach mal auf einer anderen In-Memory-Datenbank laufen lassen oder so, das funktioniert nicht. Höre ich auch ab und zu mal. Es gibt ja auch andere In-Memory-Angebote, auch schnelle Datenbanken, aber das ist halt jetzt vom Produkt nicht mehr vorgesehen. SAP freut sich natürlich, damit den Schritt gemacht zu haben, zu Oracle endlich mal rausgekickt, quasi aus dem Thema, auch aus dem Lizenzthema. Und das heißt dann S4HANA. Genau. Ja, also das ist dann das neue Paket. Genau. Da ist die HANA DB drin. Mhm. Ja, und also S4HANA ist dann das ERP auf der HANA DB in der neuen Version, so in der neuen es. Generation. Genau. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Hier ist quasi das, was mit Simple Finance mal begonnen wurde, jetzt dann konsequent über alle Module entwickelt sich, aber der Plan ist eben, das komplett einmal dann wieder neu zu implementieren, kann man sagen. Ja. Also neue Version. Ja. Ja. Das wären quasi die wichtigsten On-Premise-Begriffe, aber es schwirrt halt noch eine ganze Menge anderer HANA, alles an HANA-Begriffen durch die Welt. Und da gucken wir einmal kurz hier drauf. Das ist jetzt außerhalb von dem On-Premise quasi ein Cloud-Angebot. SAP sagt, das ist HANA Enterprise Cloud. Hack. Hack. Und die Hack ist allerdings in diesem Zusammenhang von S4HANA hier relativ unspannend, gerade was jetzt vielleicht Architektur oder Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Denn im Grunde, was ist die Hack? Also die Hack, dann nimmt die SAP ihr System, ERP, HANA-Datenbank oder S4HANA und stellt es halt in St. Leon Roth, Amsterdam oder irgendwo ins Data Center. Okay. So, das heißt, was ist das? Hosting. Ja, also das haben wir ja schon immer irgendwie gehabt. Es kommt nur drauf an, wo ziehe ich da jetzt die Grenze, was das Service Level Agreement angeht. Macht der Dienstleister da jetzt noch die Patches mit einspielen und macht der vielleicht gleich nochmal die Berechtigungsvergabe mit oder so? Also es ist im Prinzip Hosting beim Hersteller irgendwie. Ja, genau. Es ist Hosting bei einem Unternehmen des Herstellers. Ja, okay. So, und warum da jetzt HANA draufsteht, das ist halt noch irgendwo so ein Marketing-Thema. HANA Enterprise Cloud Hack. Man hat aber ein System, ja, man hat eine System-ID, wenn man in SAP-Sprache bleibt, und man hat eine Maschine, ein Blech irgendwie, auch wenn das natürlich alles virtualisiert ist oder so, aber das ist halt der Unterschied zu anderen Cloud-Angeboten hier. Spricht von Private Cloud. Also man hat immer noch seinen eigenen Server, auch wenn es jetzt genau. nicht das eigene Blech ist, es ist irgendwie schon noch trennbar von allem anderen. Genau, also Haken dran, das ist nicht so spannend in dem Umfeld. Wir gehen dann mal auf die wirklichen Cloud-Angebote hier noch. Das ist ja absolut erklärte Strategie der SAP, dort stark reinzugehen und diese Gegenwelt oder halt diese Welt hier aufzubauen, die mit Cloud-Angeboten, also wirklichen Software-Service-Cloud-Angeboten funktioniert. Und da gibt es hier die S4HANA Cloud Edition. Das wäre der Counterpart zu dem S4HANA Haus hier on-premise. Okay. Ja, also das ist mein ERP als Cloud-Version. Natürlich mit Unterschieden. Das ist eine Software-als-Service-Lösung. Da kann ich nicht drin programmieren. Da bin ich sehr nah am Standard. Dafür habe ich halt alle Vorteile, die so eine Cloud-Software mir halt bietet, was Skalierbarkeit, ich brauche mir keine Sorgen mehr um den Server selber machen. Das wird irgendwie für mich erledigt. Ja. Genau. Ich habe da meine Anmeldemaske. Das ist alles, was ich davon weiß. Ich weiß nichts über Datenbanken. Will ich auch nicht wissen. Ich weiß nichts über Systeme, Hosts und Speicher. Ich nutze das einfach im Netz. Ja, so wie wenn ich Google Mail benutze. Ja. Genau.
Und da ist halt das SV HANA Cloud Edition nicht das einzige Angebot, sondern eine ganze Menge unterschiedliche hat SAP da inzwischen zusammengekauft oder selbst entwickelt. SuccessFactors ist die bekannte HR-Lösung. Und ganz lustig hier bei der zweiten, das ist die CRM-Lösung. Da kommt man nicht ganz hinterher, was das Wording angeht. Ja, also Cloud for Customer steht hier noch, allerdings SAP Hybris ist hier ein bekannter Begriff. Und C4HANA, Customer for HANA mit Schrägstrich, so ähnlich wie das S4HANA, ist jetzt hier der aktuelle Begriff an der Stelle. Und vom Prinzip her war das entsprechend das Gleiche. Ja. So, und dann haben wir auf der linken Seite noch die SAP Cloud Plattform, die auch mal SAP HANA Cloud Plattform hieß. Deswegen kommt sie hier bei Was ist eigentlich HANA auch noch vor. Ja. Die SAP Cloud Plattform ist jetzt wiederum, man könnte sagen, das Pendant zu einem leeren NetWeaver-System, also einem Applikationsserver, der jetzt keine Geschäftsfunktionen irgendwie hat, denn die sind ja hier rechts in den Cloud-Lösungen, sondern der mir eine Entwicklungsplattform zur Verfügung stellt mit diversen interessanten Services, mal von Datenbank bis zu Dokumentablage, Machine Learning, allem Möglichen, aber eben für sich genommen jetzt noch keine Softwarelösung. Also es sind keine fertigen Transaktionen sozusagen. sondern darauf programmiere ich. Und so ist dann auch das Erweiterungsmodell hier gedacht. Für die Cloud-Lösung Erweiterung stelle ich dann eben hier. Da können wir sicher zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf kommen. Und ja, nur damit, ich habe es hier reingezeichnet, SAP Cloud Connector, HANA Cloud Connector hieß es auch mal. Damit kann ich eigentlich diese Cloud-Plattform-Welt sicher auch verbinden mit meiner On-Premise-Welt, wenn ich auf der Cloud-Plattform irgendwie vielleicht mal was programmieren möchte und ein Lieferantenportal, ohne dass da irgendwie die Aufträge drin sind, ist ja irgendwie auch nichts. Nee, macht keinen Sinn, ne? Ja, so, das heißt, das von ganz oben betrachtet ist so die Welt, die sich dahinter verbirgt von den verschiedenen SAP-Angeboten. Und zusammengefasst kann man sagen, vielleicht, was ist HANA? Das ist einerseits die Datenbank. Und diese Datenbank entwickelt sich jetzt als die technologische Plattform für die ganzen Lösungen der SAP der nächsten Generation. Für S4HANA, was ich auch on-premise betreiben kann, und für die ganzen Cloud-Lösungen, wo auch dann HANA-Datenbank irgendwo versteckt irgendwie mit drin ist und die aber zum Teil halt auch diesen Begriff dann noch führen. Ja. Und dann mal gucken, ne, was noch für neue HANA-Produkte denn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dann von SAP da so gelauncht werden. Ne? Und ein paar gibt es auch noch, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Das liegt natürlich daran, Fokus SAP ERP-Kunde, ja, was muss der eigentlich wissen und was stellt der für eine Frage, was ist für den relevant, das ist eigentlich das, was man hier sieht. Ja. Super, ja, vielen Dank Ingo für die Infos. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Thema HANA, ich habe unten in den Shownotes auch nochmal ein paar Infos verlinkt. Da könnt ihr euch das ansehen und mehr erfahren. Ich freue mich über Kommentare und natürlich einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst. Tschüss.